Ja, vielen Dank, Frau Holtmann, für die nette Einführung, meine Damen und Herren. Lange Zeit hat man ja gedacht, dass Industrie ein Auslaufmodell ist und dass zu Recht die Länder Europas sich auf Dienstleistungen konzentrieren sollten. Vor allem Finanzdienstleistungen standen zu diesen Zeiten hoch im Kurs, was ja auch in diesem Bundesland immer eine Rolle gespielt hat und Gott sei Dank auch nach wie vor spielt. Inzwischen ist Deutschland ganz dankbar für seine Industrie und auch für die Rolle, die die Industrie gespielt hat in den vergangenen Jahren der Wirtschaftskrise, der Wirtschafts- und Finanzkrise. Als Stabilisator, als ein Teil des neuen deutschen Wirtschaftswunders. Ich würde gerne, Herr Clement, wenn ich darf, mit Ihnen anfangen, weil Sie ja so aus der anderen industriellen Herzkammer Deutschlands kommen, wenn man das Rhein-Main-Gebiet und vielleicht den Süden Deutschlands als die eine sieht, dann war das Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen einmal die andere. Sie haben als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, dann später als Wirtschafts- und Arbeitsminister in Berlin auch die Schattenseiten der Industrie gesehen. Wenn Sie heute sagen sollten, was ist der richtige Mix für Deutschland, ist es vernünftig, weiter auf Industrie zu setzen? Wie sieht dann die Aufgabe für das Land aus und wie sieht die Aussage aus für Sie? Ja, ich will versuchen, das zu beschreiben. Ich komme in der Tat ja aus Nordrhein-Westfalen, mitten aus dem Ruhrgebiet. Also ich bin schon sehr stark geprägt durch eine Industrielandschaft mit allem, was dazugehört. Also in meiner Heimatstadt Bochum, als ich 1960 dort Abitur gemacht habe, da gab es dort noch 21 Schachtanlagen und jede Schachtanlage hatte so zwischen 1.000 bis zu 4.000 Beschäftigte. Man kann sich vorstellen, was das bedeutet, dass aus ganzem Ruhrgebiet gerechnet waren weit über 600.000 Menschen, dann nochmal so an die 400.000, 450.000 für die Stahlindustrie, nochmal einige 10.000 in der Chemieindustrie. Das hat das Ruhrgebiet geprägt. Und dieses Ruhrgebiet ist ja wirklich ausgebeutet worden, sowohl der Boden als auch die Menschen. Das muss man sich ja vor Augen führen. Ich glaube, dass das bei der Betrachtung des Ruhrgebiets etwas verkannt wird, was das bedeutet. Ich hatte mal in der Staatskanzlei einen sehr fleißigen Beamten, der hat mal ausgerechnet, was das bedeutet. Das Ruhrgebiet hat so von Ost nach West 100 Kilometer und von Nord nach Süd 20 Kilometer. Und wenn man das hochrechnet, dann bedeutet das, dass 6 Milliarden Tonnen Kohle und Gestein aus dem Boden geholt worden sind. Und da denke ich immer dran, wenn ich heute über Fracking höre, dann denke ich an dieses Beispiel. Das sind 6 Millionen Tonnen. Das bedeutet, dass das Ruhrgebiet auf dieser Dimension, 100 mal 20 Kilometer, um 6 Meter im Durchschnitt absinken musste. Das ist natürlich nicht gleichmäßig abgesunken, sondern unterschiedlich abgebrochen. Dann gibt es ja viele in Deutschland, die sagen würden, es ist nicht genug abgesunken. Ich erzähle das nur, weil Sie mich festlegen wollen auf meiner Vergangenheit. Und um deutlich zu machen, dass der Ausstieg aus einer solchen Industrielandschaft etwas anderes ist, als wenn man aus heutigen anderen Industrien aussteigt. Das ist unglaublich tiefgehend. Ein Bergmann war mit 52 Jahren am Ende seiner Arbeitslaufbahn. Mit 52 Jahren bekam der in der Regel Silikose oder Steinstaublunge und so weiter. Man muss sich mal vor Augen führen, was das bedeutete. Damals war das Durchschnittsalter der Bürger, in meiner Eltern beispielsweise, der Durchschnittsalter der deutschen Arbeitnehmer 65 plus 4 Monate. So sind in dieser Zeit sind übrigens auch unsere sozialen Sicherungssysteme entstanden, während wir heute über 80 werden. Da gibt es noch eine kleine Ungerechtigkeit, dass Frauen älter werden als Männer im Durchschnitt, aber das kriegen ja auch weniger Rente. Das ist nicht so schlimm. So. Das ist sicherlich eine wichtige Reformaufgabe für Sozialdemokraten und andere. Aber gut, das ist die Geschichte des Ruhrgebiets jetzt in einem Eiltempo. Und wir sind aus dieser Geschichte ja sehr langsam ausgestiegen. Wir sind jetzt noch nicht ganz zu Ende damit. Sie lernen dann, wie schwierig es ist, einen solchen Umstrukturierungsprozess, der theoretisch immer sehr einfach darzustellen ist, aber es wird von heute auf morgen eingestellt und Sie müssen in entsprechender Zeit Neues aufzubauen, was nicht gelingt. Und so sinkt ja auch die Zahl der Menschen im Ruhrgebiet. Wir waren mal 6 Millionen, wir sind jetzt schon nur noch 5. Also es ist ein Rückbau wie in Ostdeutschland, der jetzt dort vollzogen wird, teilweise. Also dennoch, ganz ungeachtet alles dessen, was ich dort mitgemacht habe, bis in meine Familie hinein, meine Kinder hatten alle eine Kruppsche Krankheiten. Also wir sind richtig im Bergbau aufgewachsen. Mein Bruder war im Bergbau tätig. Also ich weiß wirklich, worüber ich rede. Ungeachtet dessen bin ich immer ein
Freund gewesen, jemand gewesen, der tief beeindruckt ist von industriellem Tun und nie geglaubt hat, dass wir irgendwann nur noch uns die Haare schneiden können. Aber dennoch sondern, war doch wir, die Antwort sondern wir brauchen eine industrielle Basis. Und das ist in Deutschland ja auch verleugnet worden dann. Das ist ja dann ist ja eine Welle in Gang gekommen, die wir im Ruhrgebiet natürlich schmerzhaft empfunden haben. Klar, wir haben uns nur noch festgehalten an Tradition. Wir hatten ja nichts mehr. Und dann etwas Neues aufzubauen, ist verflucht schwer. Das geht dann nur, wenn Sie da Hochschulen dann hineinsetzen und Bildungsstätten. Aber die haben eine lange Frist. Heute haben wir in Bochum oder in Dortmund um die Universitäten herum etwas Neues. Wir haben das war schon der erste Abschied von der Industrie. Und wir können heute vom Glück sagen, dass er nicht gelungen ist, sondern dass wir heute noch, verglichen mit Frankreich, Großbritannien, Amerika, doppelt so viel Industrietätigkeit haben wie die. Aber meines Erachtens keineswegs zu viel. Wir sind heute immer noch nur stark, weil wir gute Chemieindustrie haben, weil wir eine Automobilindustrie haben, die Gott sei Dank auf die richtigen Pferde gesetzt hat bis heute. Und dass wir einen Maschinen- und Anlagenbau haben mit einer mittelständischen Struktur, die fantastisch ist. Das ist das Stärkste, was wir überhaupt haben. Das ist eigentlich die stabilste Grundlage unseres Industrien. Aber in neuen Bereichen sind wir verdammt schlecht. In der Gentechnologie sind wir nicht dabei, Stammzellen diskutieren wir kaum. Also im gesamten medizinischen, gesundheitlichen im Bereich und im Informationssektor sind wir, wenn man von SAP absieht, fast nicht da. Herr Rentsch, lassen Sie das auf sich sitzen? Also wir haben vieles versäumt und meine Sorge ist, dass wir weiterhin vieles versäumen und wir sind meines Erachtens auf dem Weg dazu. Dabei spielt die Energiewende eine große Rolle. Herr Rentsch, Sie sind Wirtschaftsminister eines Bundeslandes, in dem Dienstleistungen eine gewaltige Rolle spielen, in dem natürlich auch Industrie eine gewaltige Rolle spielt. Sie sehen, oder Herr Clement hat ja gerade sehr eindrucksvoll erzählt, wie der Niedergang Nordrhein-Westfalens, der ökonomische Niedergang Nordrhein-Westfalens durch den Niedergang der Industrie stattgefunden hat. Was tut man denn als amtierender Wirtschaftsminister einer Region, eines Landes, um diesen Niedergang nicht stattfinden zu lassen? Also was kann man politisch tun? Was empfinden Sie als politische Aufgabe, wenn es darum geht, alten Industrien möglicherweise das Leben leicht zu machen und auf der anderen Seite neuen Industrien den Start nicht zu vermiesen? Zu versuchen, die Fehler, die andere machen, nicht noch zu unterstützen, sondern zu bekämpfen. Wir haben in Hessen eine Industrieplatzinitiative, das Land, die Landesregierung gemeinsam mit dem Verband der hessischen Unternehmerverbände und haben da lange diskutiert mit Industrieunternehmen über die Frage, was können wir eigentlich machen? Und wenn Sie dann diese theoretische Diskussion führen, stellen Sie praktisch relativ einfach fest, woran es hängt. Das, was Herr Clement gerade gesagt hat. Also es gibt Rahmenbedingungen, die sind für Industrie einfach notwendig. Eine ordentliche Energiewende, die nicht dazu führt, dass die Stabilität von Energie und die Preise von Energie nicht mehr zu bezahlen sind. Es geht um die Frage von Flächenausweisung. Es muss in diesem Bereich natürlich auch von politischer Seite, kommunaler Ebene und Landesebene dafür gesorgt werden, dass Industrie überhaupt ansiedelbar ist. Es geht um die Frage der Rohstoffgewinnung. Das ist ein Thema, wo wir mit einem Rohstoffkonzept versuchen, Rahmenbedingungen zu setzen, dass das möglich ist, aber natürlich auch in den Diskussionen über Fracking, die natürlich, das merken wir haben gerade in Nordhessen eine sehr, sehr intensive, sehr auch emotionale Debatte über das Thema, aber wo man schon versuchen muss, auch dafür zu kämpfen, dass nicht immer nur alles in Deutschland in den letzten Jahren aus dem Bauch heraus entschieden wird. Sollten wir nur ganz kurz, nur damit wir alle auf derselben Basis dann gleich weiter diskutieren, sagen, dass Fracking eine neue Technologie ist, mit der versteckte und schwierige Gase aus dem Boden herausgewaschen werden. Eine Technologie, die in den USA inzwischen dazu führt, dass die USA ein Energieexporteur werden, die waren bisher Energieimporteur, dass die Preise für Energie sich dramatisch verändern auf dem Weltmarkt außerhalb von Deutschland und die auch dazu führt, dass das Geschäftsmodell der deutschen Energiewende, was ja immer war, wir sind die Pioniere und entwickeln eine Technologie, die die anderen irgendwann auch adaptieren müssen, weil die Energie ausgeht, die fossile Energie ausgeht. Dieses Geschäftsmodell ist zumindest jetzt mit einem Fragezeichen verbunden. Entschuldigen Sie, dass ich Sie da unterbrochen habe. Nur, ich will vielleicht nur eine Anmerkung machen. Es ist keine ganz neue Technologie, denn sie wurde in Deutschland auch schon an vielen Stellen angewendet.
Das, was sehr, sehr kritisch diskutiert wird neben anderen Punkten, ist eben, dass Chemikalien dafür auch verwendet werden, sozusagen diese Fördermöglichkeiten überhaupt erst möglich zu machen. Wir haben an einer unserer Hochschulen in Mittelhessen zurzeit ein Forschungsvorhaben, was eben auf diese Chemikalien hoffentlich in Zukunft auch verzichtet werden kann. Das ist ein sehr spannendes Vorhaben. Trotzdem wird in Deutschland die Diskussion nicht anders geführt werden, das kann ich jetzt schon vorweg sagen, weil wir zurzeit auch solche Themen sehr emotional, auch wie die Energiewende, nicht rational betreiben, sondern nur aus dem Bauch raus. Und ich glaube, halte ich auch für eine Aufgabe der Politik, dagegen zu arbeiten. Aber zur Frage, was können wir machen? Also aus meiner Sicht sind die Rahmenbedingungen ganz zentral, die ein Land setzen kann, gemeinsam mit dem Bund für die Themen. Wir haben zum Beispiel eine Debatte mit wir haben ja in Hessen sozusagen verschiedene Bereiche, wo die Regionen sich nochmal selber verwalten. Die Regionalversammlung im Rhein-Main-Gebiet hat einen Koalitionsvertrag zwischen SPD und Grünen auf den Weg gebracht, der in der Präambel die Botschaft hat, wir wollen eine klimaneutrale Dienstleistungsregion werden. Und das ist das Gegenteil von dem, was wir brauchen, weil wir, und das zeigt sich jetzt in der Krise, durch diese Krise so gut durchgekommen sind, weil wir einen starken industriellen Kern haben. Gerade im Rhein-Main-Gebiet starke Pharmaindustrie, Höchst, das sind alles sozusagen starke Unternehmen gewesen, Automobilindustrie, alles was so um Rüsselsheim herum mit Opel passiert, ist ein ganz wichtiger Bereich, aber auch in Nordhessen, in Kassel mit einer sehr starken, auch metallverarbeitenden Industrie, auch im Logistikbereich, da haben wir wirklich starke Kerne und die sind natürlich, haben eine unglaubliche Ausstrahlungswirkung, auch auf den Dienstleistungsbereich. Und ich bin bei Herrn Clement, Friedrich Merz hat das, glaube ich, mal gesagt, ich weiß nicht, ob von Ihnen oder von Friedrich Merz, es reicht nicht aus, dass die Deutschen sich alle gegenseitig die Haare schneiden zur Wertschöpfung. Und deshalb können wir froh sein, dass wir nicht in einer so Situation sind wie die Briten, die eine Debatte darüber führen müssen, wie man Reindustrialisierung künstlich erzeugen kann, sondern wir sollten alles dafür tun, dass die Industriebetriebe, die hier sind, bleiben. Und sie sind nicht mehr die Industriebetriebe der früheren Zeit, nur mit rauchenden Schloten, sondern das ist eine moderne Industrie, die wir in vielen Bereichen haben. Aber ich sage auch in der Debatte mit, sagen wir, Industriepark Höchst ist so ein Thema. Der Industriepark Höchst ist das alte Höchstgelände, wo mittlerweile mehr Arbeitsplätze bestehen als zur Zeit von Höchst, wo viele Industrieunternehmen angesiedelt sind. Fakt ist aber, dass die zurzeit Arbeitsplätze abbauen, weil viele dieser Unternehmen, Clariant ist ein Beispiel oder auch andere, zurzeit nicht wissen, was mit der Energiewende passiert. Die investieren zum Teil gar nicht oder woanders in Europa oder der Welt. Und das sind Arbeitsplätze, die kriegen wir nie wieder zurück. Und ein letztes Beispiel. Wir haben hier in der Stadt ein Unternehmen, was sehr spannend ist. SGL Carbon ist ein Unternehmen, was in Wiesbaden seinen Hauptsitz hat. Der Geschäftsführer und Mehrheitseigner, Herr Köhler, hat jetzt vor vier Jahren seine Produktion nach Seattle verlagert. Das war vor Shellgas und vor Fukushima. Wir haben jetzt den Unterschied, 25% des Strompreises in Amerika vom deutschen Strompreis. Und der sagt, er wird auf lange Zeit nicht die Möglichkeit haben, für diese sehr stromintensive Produktion die Produktion wieder zurückzunehmen. Es ist eine vierstellige Zahl von Arbeitsplätzen. Also insofern, da sieht man einfach, die Dimension ist schon da. Und da werden die Deutschen sich irgendwann überlegen müssen, auf welcher Seite sie stehen wollen. Die Konkurrenz in der Welt schläft halt nicht. Das ist leider die Konklusion. Lassen Sie uns das Thema Energiewende vielleicht als zweites Thema nachher vertiefen. Ich würde gerne als erstes Thema mit Ihnen auch das diskutieren, was Sie beide schon angesprochen haben, die Emotionalität, mit der Energie, mit der man Investitionen in Deutschland und auch Forschungsaktivitäten in Deutschland begegnet, die Flächen brauchen, die Krach machen, die stinken, die dampfen und rauchen, aber eben auch die neue Technologien beinhalten. Ist es so, dass in einem Land, in dem die NIMBYs, also die Not-in-my-Backyard-Bürger, die sagen, wir wollen alles haben, aber bitte nicht bei mir, doch eine sehr starke Position bekommen haben in den letzten Jahren, Innovationen tatsächlich noch denkbar sind in der Produktion. Also über die Dienstleistungen reden wir vielleicht gleich nochmal, aber die Frage, ist denkbar, dass wenn jemand wollte, er in Deutschland die Baugenehmigung kriegen würde für eine Fabrik, mit einem richtig hohen Schornstein? Also ich kann gerne mal anfangen. Ich glaube, dass er die kriegt, wenn wir den Rechtsstaat als Rechtsstaat behandeln. Erlebe aber auch ja in der Landesregierung Debatten über die Frage Fracking. Wie geht man damit um? Das ist ein sehr emotionales Thema. Aber die Frage, und das ist mein Hauptpunkt, der Saturiertheit der Gesellschaft ist sicherlich eines der größten Probleme. Wir haben hier in unmittelbarer Entfernung einen Flughafen, der für den Erfolg, Clement und ich haben uns vor einiger Zeit mal darüber unterhalten, für den Erfolg dieses Landes sehr zentral gewesen ist. Also Hessen ist ja nicht als Zahlerland auf die Welt gekommen, sondern da kamen viele Faktoren zusammen.
zusammen. Das stolze Ruhrgebiet man war als sicherlich Zahler nennt im Länderfinanzausgleich. Ja, genau. Also die Hessen wissen das. Die haben das eingeatmet, dass wir uns dort. Ich komme aus Berlin und Brandenburg. Da wissen Sie, dass man das immer noch mal besonders spezifizieren muss. Erkennen Sie unser Geld, Frau Dr. Weinfeld. aber das nur am Rande. Das begegnen wir täglich. Dieses Land hat natürlich eine Historie und dieser Erfolg, den wir hier, wir haben die höchsten Durchschnittslöhne hier im Rhein-Main-Gebiet in Deutschland. Die Leute haben sich sehr daran gewöhnt, dass das so ist. Und wir haben mit der neuen Landebahn des Frankfurter Flughafens eine Situation über 10 Jahre diskutiert. Kann man eigentlich eine solche Infrastruktureinheit, die sehr zentral für den Fortschritt und auch die wirtschaftliche Situation hier ist, wenn Sie sehen, was wir für internationale Headquarters in Frankfurt haben, die wären nicht da, wenn dieser Flughafen nicht da wäre. Das hat schon einen Zusammenhang. Kann man den eigentlich ausbauen? Es gab dann ein langes Verfahren. Wir haben uns dann dafür entschieden, das zu machen. CDU, SPD und FDP, diese drei Parteien. Und wir sind jetzt in einer Situation, dass wir erleben, dass dieser Flughafen in Konkurrenz zu Middle East, zu Türkei, also Istanbul und so weiter steht. Und es gibt die Botschaft auch von vielen Anwohnern nach dem Motto, muss denn ständig Wachstum sein, seid doch mal zufrieden mit dem, was ihr habt. Und ich glaube an dieser Stelle, so schön diese Botschaft ist, kommt halt die Wahrheit einfach zutage. Das wird nicht funktionieren. Die Variante, wir sind zufrieden mit dem, was wir haben, ist in einem internationalen Konzert von vielen Ländern in diesem Wettbewerb nicht möglich. Und dann muss man sich entscheiden, wollen wir weiter diese Struktur haben, auch dieses Wachstum, was zu Wohlstand geführt hat, oder sagen wir wollen das nicht haben. Das kann ja eine Entscheidung einer Gesellschaft sein, aber dann muss man auch mit den Konsequenzen leben. Und ich erlebe leider eine sehr statuierte Gesellschaft, auch hier in der Region, die sich über die Frage, wie eigentlich das Wirtschaftete zustande kommt, wenig Gedanken macht, sondern mehr die Frage gestellt wird, wie kann man sein Leben leben? Ist auch nicht unberechtigt. Also nicht, dass ich möchte auch gerne mein Leben ordentlich leben, aber beides gehört zusammen. Und da ist Industrie ein sehr starker Teil. Es gibt keine Maßnahme, die nur eine positive oder eine negative Seite hat. Meistens sind es zwei Seiten einer Medaille. Und ist ja der Frankfurter Flughafen kein Industrieunternehmen, sondern ein Dienstleister? Man hat ja ein bisschen das Gefühl, dass bei Industrieunternehmen, und deshalb habe ich auch nochmal nach der Produktion gefragt, die Menschen doch sentimentaler oder romantischer sind. Nicht, wenn es um Rüsselsheim geht. Sie können das alles ganz schlecht hören. Ich glaube, ich habe irgendwie ein doofes Mikrofon, Frau Holtmann. Würden Sie mal gucken, ob ich vielleicht noch eins kriegen kann, was irgendwie entweder besser funktioniert oder was mich... Ich gehe nicht richtig damit um, glaube ich. Das wird mir hier gerade signalisiert. Ja, geht es? Okay. Jetzt ist gut? Okay, dann probieren wir es so weiter. Also nochmal die Frage, zur Industrie hat man oft, also zu der bestehenden Industrie hat man irgendwie ein sehr loyales Verhältnis, auch in einer Region. Wenn diese Industrie abgebaut wird, dann gibt es eben Proteste und dann erleiden die Menschen auch tatsächlich einen Schock. Aber wenn es um neue Industrie geht, neue chemische Industrie zum Beispiel, würde das gehen? Das kommt darauf an, würde der Jurist sagen, sehe ich auch so. Wir haben zum Beispiel in diesem Industriepark Höchst ein Areal, wo wir Neuansiedlungen haben. Das ist ein Areal, wo alle Menschen wissen, dass da auch was mit Chemie passiert. Aber das erleben wir natürlich auch an anderen Stellen des Landes anders, definitiv. Wenn wir Kiesabbau zum Beispiel, ist so ein Thema, was mich in den letzten Monaten immer wieder beschäftigt hat. Eingriff in die Natur, da sind Bürgerinitiativen sprießen da aus dem Boden wie nur sonst was. Und das ist natürlich schon so, dass wir an vielen Stellen, wo wir dann auch massiv, und das ist, wie Herr Clement ja gesagt hat, nie eine Situation, wo es keine Auswirkungen hat, wo dann so eingegriffen wird, dass es dann schon massive Proteste gibt. Und insofern würde ich Ihnen recht geben, ich glaube, die These stimmt. Neuansiedlungen haben es nicht einfach. Ich halte sie nicht für unmöglich, aber es ist sehr kompliziert, das zu realisieren. Herr Clement, man sollte ja immer denken, im Ruhrgebiet ist alles anders und da sind die Menschen richtig dankbar, wenn jemand eine neue Fabrik bauen will. Da bin ich heute auch nicht sicher, also, was Flughäfen angeht, wir hatten den Dienstleister. Bei den Flughäfen will ich jetzt hier nicht vertiefen, aber wir haben in Köln Flughafen, natürlich nicht vergleichbar mit dem Frankfurter, um den ich Hessen immer beneidet habe. Als wir dort Nachtflug zugelassen haben, der übrigens intensiver ist als hier in Frankfurt, da haben wir alle Wahlkreise sofort verloren. Also ich meine, das sind ja auch ganz normale Reaktionen. Dagegen ist auch gar kein Kraut gewachsen. Man muss es entscheiden, so oder so. Aber um das generelle Thema, das sieht so aus, dass aus meiner Sicht wir in Deutschland jeglichen Mut zum Risiko verlieren. Und das ist das Grundproblem. Ist, Entschuldigen ja, genau. Sie bitte, wir wollen, wir genau. wo,
Wir nehmen Ihre Wortmeldung als Wortmeldung gleich dazu, aber wir müssen jetzt erstmal hier weiter diskutieren. Bisher sind wir das gesündeste Volk hier auf Gottes Erdboden. Also, und deshalb werden Sie ja auch älter, ich auch, ich freue mich auch drüber. Aber es ist kennzeichnend für eine ältere Gesellschaft, dass sie Angst hat und dass sie Probleme nicht will. Und eine Landschaft, in der wir leben, die sich demografisch so verändert, wie wir uns verändern. Wir verlieren ab jetzt bis 2050 im Schnitt pro Jahr 500.000 potenzielle Arbeitnehmer. Pro Jahr 500.000. Wir sinken von, hat gerade die Bertelsmann Stiftung veröffentlicht, die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland, der potenziell Erwerbstätigen, sinkt von jetzt 45 Millionen auf 27 Millionen. So, und zu glauben, wir könnten so weiterleben wie bisher, unter diesen Bedingungen, das ist einfach falsch. Und deshalb gibt es bei uns eine Gegenwehr zurzeit immer noch, weil die Politik das auch nicht klar genug ausspricht, die Politik, sage ich jetzt mal pauschal, immer noch der Eindruck erweckt wird, wir können alle möglichen Wohltaten verteilen und wir können uns leisten, auf bestimmte Dinge zu verzichten, auch auf Risiko zu verzichten. Und das halte ich für falsch. Und deshalb glaube ich, dass wir eine Rückbesinnung brauchen. Wir können junge Leute nicht in dem Gefühl wiegen, was wir offensichtlich immer noch tun, sonst würden ja nicht 50.000 jährlich ohne jeden Schulabschluss von der Schule gehen. Und dann würden nicht knapp 20% ohne Berufsausbildung bleiben. Wir können nicht den Eindruck erwecken, diesen Jugendlichen könnten wir irgendeine Zukunft vermitteln. Wer sich nicht qualifiziert, wird keiner haben. Und wir müssen das auch erwarten. Wir müssen fragen, warum hast du keine Ausbildung? Nicht, ich kann nicht dir helfen. Kann ich dir helfen? So oder so, damit du noch irgendwie etwas zu knabbern hast. Nein, ich muss fragen, warum hast du keine Ausbildung? Das geht zu Lasten von allen. So, das ist der eine Teil. Der andere ist, ich schaue mir nur, ich habe ja vorhin einige erwähnt, wie gehen wir mit Stammzellforschung um? Wir sind das Land, das am meisten behindert in einem Sektor, der für älter werdende, für die Gesundheit älter werdender Menschen möglicherweise von großer Bedeutung ist. Wie gehen wir mit der Genforschung um? Ja, Gott sei Dank haben wir jetzt einzelne Forschungszentren wie das Heidelberger Krebsforschungszentrum dort, wo ein bisschen damit umgegangen wird. Aber das sind alles Dinge, denen wir mit Vorbehalten beginnen. Fracking haben wir schon darüber gesprochen. Wir machen Gutachten, die Amerikaner machen 3 Millionen Arbeitsplätze. Das ist einfach eine Realität. Und das ist... Wenn ich an die Umstrukturierung des Ruhrgebietes denke, was brauchen wir? Meine Erfahrung ist eine ganz schlichte. Ich habe auch viel gelernt in diesem Prozess. Ich brauche erstens bestmögliche Qualifikation. Nicht nur Hochschulen, sondern Berufsausbildung. Es darf niemand ohne Berufsausbildung bleiben. Das haben wir nicht ausreichend hart durchgesetzt. Und wir haben im Ruhrgebiet, das kann ich allerdings zu unserer Ehrenrettung sagen, bis 1965 gab es im Ruhrgebiet für 6 Millionen Menschen keine einzige Universität. Wir haben heute 5 oder 6 dort gebaut. Also das Wichtigste ist Qualifikation, das Zweite ist Infrastruktur. Aber gucken Sie mal an, wie wir mit Infrastrukturprojekten heute umgehen. Das ist nicht nur der Stuttgarter Bahnhof, das ist jedes Bauprojekt, jedes Autobahnstück dauert 17 Jahre bis zur Fertigstellung. Naja, wenn es nicht richtig geplant ist, dann hat es irgendwie, wenn es nicht richtig geplant ist, wie ein Berliner Flughafen, von dem wir alle gehört haben. Das sind die üblichen Ausweichbemerkungen. Wir kriegen ein Autobahnstück nicht hin unterhalb von 17 Jahren. Und wir kriegen einen Strom über Landleitung nicht hin unterhalb von 11 Jahren. Und das ist absolut konkurrenzunfähig. Und wir müssen uns darüber klar sein, dass wir das... Das dritte Thema, wenn ich an Umstrukturierungen, an Veränderungen denke und an die Sicherung der Zukunft, das dritte Thema ist der Mittelstand. Der Mittelstand ist das, was wir in Deutschland haben. Davon lebt alles. Da muss ich aber fragen, machen wir denn auch alles, damit der Mittelstand weiter prosperiert? Da glaube ich, haben wir erhebliche Probleme. Ich will jetzt gar nicht in die aktuellen Steuerdiskussionen gehen, die in Deutschland geführt werden im Wahlkampf, die natürlich hauptsächlich den Mittelstand betreffen, aber das heißt dann eben weniger Bürokratie etc. Wenn Sie diese drei Gesichtspunkte haben, Infrastruktur, Qualifikation und möglichst wenig Bürokratie, aber ein Augenmerk auf den Mittelstand, dann können Sie eine Zukunft sichern fürs Land. Herr Rentsch, ist eine Gesellschaft, die so entwickelt ist wie die unsere, die so reich ist wie die unsere, nicht auch gut beraten, wenn Sie Ihre Überlegungen, was Ihre Zukunft betrifft, auch was die industrielle Zukunft betrifft, vielleicht ein bisschen vorsichtiger anstellt als die anderen? Man kann das, was Herr Clement beklagt hat, ja auch sehr positiv lesen oder freundlich lesen und dann würde man sagen, es ist eine Gesellschaft von Bürgern, die vielleicht ein breiteres Spektrum in ihrer Betrachtung haben, nämlich gucken, was belastet die Umwelt, was belastet möglicherweise die Gesundheit, was ist ethisch vertretbar,
das bei den Stammzellen ja eine sehr lebhafte Diskussion. Ist das nicht auch ein Zeichen einer sehr entwickelten und sehr verantwortungsbewussten Gesellschaft? Also ist es nur das, was Herr Clement sagt, ein Investitionshindernis, oder hat es nicht auch Aspekte, die man positiv lesen könnte? Es ist immer die Frage der Verhältnismäßigkeit, wo sozusagen Schwerpunkte gesetzt werden. Und ich habe schon das Gefühl, und da bin ich sehr bei Herrn Clement, dass wir in der Situation, in der wir sind, die Priorität nicht mehr bei der Frage des Erwirtschaftens legen. Man kann ja zu jedem Thema unterschiedlichster Meinung sein. Aber man kann nicht die Erwartung hegen und auch den Wunsch haben, dass wir alle in dieser Wohlstandssituation so weiterleben, wenn wir nicht auch die Grundlagen dafür schaffen. Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen zum Thema Mut oder überhaupt Situation. Wir haben eine Fachkräftekooperation mit der Region Madrid abgeschlossen. Das ist eine Region, die ist so groß wie Hessen, ungefähr 6 Millionen Einwohner. Eine der wirklich starken Zentren in Spanien immer gewesen, jetzt durch die Krise in einer völlig anderen Situation. Wir haben eine Jugendarbeitslosigkeit, wenn man sie richtig berechnet und die Balearen und die Kanaren und alles, was die Spanier noch eingerechnet haben, rausrechnet, von ca. 67% in dieser Region. Wir haben uns, eigentlich sind wir dorthin gefahren, weil wir dachten, wir suchen Ingenieure, wir suchen für diese MINT-Bereiche ordentlich qualifizierte Menschen. Das haben wir auch zum Teil erreicht, jedenfalls eine Kooperation. Aber wir haben jetzt uns verpflichtet dort, und das, was Herr Clement gesagt hat, ist sehr zentral, uns zum Thema duale Ausbildung zum Partner dieser Region zu machen. Madrid ist die Modellregion in Spanien für duale Ausbildung. Und die haben ein Problem, dass die Jugendarbeitslosigkeit neben Mindestlohnfragen zum Beispiel, was auch ein Thema dort ist, was auch ein Problem ist, eben, dass sie keine qualitative Ausbildung haben. Und wir haben in diesem Zuge jetzt, und das, ich muss sagen, das hat mich wirklich sehr berührt, weil ich das jetzt mit den Eltern dort auch diskutiert habe, wir haben jetzt über die Handwerkskammer Rhein-Main mit dem Land Hessen 50 junge Spanier hier nach Hessen ins Rhein-Main-Gebiet geholt. Die fangen am 1. August hier eine Lehre an. 50 junge Männer, 3 Frauen. Und wir haben jetzt bei einer Veranstaltung in Madrid mit den Eltern diskutiert. Und die Verwurzelung von jungen Spaniern in der Familie ist eine viel stärkere als in Deutschland. Bis die Spanier aus der Familie gehen, ist das ein ganz weiter Weg. Und das war, ich muss wirklich sagen, wirklich, ich will das jetzt nicht übertreiben, aber sehr ergreifend, weil diese Eltern diese Kinder sehr ungern 3 Jahre lang von sich weggeben in ein anderes Land, was in Spanien einen hohen Stellenwert hat, weil die ja sehen, wie wir wirtschaftlich erfolgreich sind. Aber für die Eltern war die Botschaft und wirklich unisono, wir wollen nicht, dass unsere Kinder in einer so perspektivlosen Gesellschaft leben müssen. Und ich muss sagen, diese Situation zu haben, da wissen viele Deutsche manchmal gar nicht, wie gut es uns in diesem Land geht, wie gut unsere Strukturen sind, wie gut die Strukturen im Bildungswesen sind, die wir ja häufig auch kritisieren. Und sicherlich ist unsere Kritikfähigkeit auch ein Vorteil, weil wir auch vieles hinterfragen. Aber manchmal sollte man mal, um es hart zu sagen, auch ein bisschen wieder auf die Basis zurückkommen. Und die Strukturen, die wir hier haben, die haben wir uns hart erarbeitet und die haben uns auch so erfolgreich gemacht. Aber ich vermisse, und das ist eben eine Schlussfolgerung auch aus dieser Spanien-Erfahrung, diesen Drive, den die Spanier jetzt haben, aus dieser Krise rauszukommen und zu sagen, wir wollen das besser machen, so wie es damals, und das kann ich wirklich nur loben, auch gerade die SPD bei der Agenda 2010 gemacht hat, zu sagen, mir ist vielleicht nicht die Partei so wichtig, aber mir ist das Land wichtig, weil wir wissen, wo die Probleme liegen und was wir in Deutschland machen müssen. Und das, aber dann müssen wir doch dieser am Ende, Mut ist zentral für die Frage. Dann müssen wir doch am Ende einer Legislaturperiode sowohl für Hessen als auch im Bund danach fragen, was haben Sie denn getan, um diesen Mut in den letzten 4 Jahren zu stärken, um diese Bereitschaft zu reformen? Also mein Herr Clement, das wissen wir, der hat eine Wahl krachend verloren und wurde hinterher aus der Partei nicht geworfen. Sie sind dann freiwillig gegangen, aber das ist ja auch persönliches politisches Risiko, was die Regierung Schröder da im letzten Jahr eingegangen ist, ihre Existenz. Wie ist das bei Union und FDP? Hat man da den politischen Mut auch? Ich will gar nicht über die Union reden, weil das ist nicht meine Partei. Ich glaube, dass die Liberalen in Deutschland zurzeit nicht so mutig sind, wie es eigentlich ihr Auftrag ist. Es gibt ja nur eine liberale marktwirtschaftliche Partei. Und
Gerade bei der Frage von Reformfähigkeit, glaube ich, hat die FDP eine zentrale Aufgabe. Wir sind nicht die Partei, wo, wenn wir auf den Marktplatz kommen, die Leute vor Begeisterung sozusagen in Gesänge ausbrechen. Ich bin aber auch nicht in die Partei eingetreten, um mir von jedem auf die Schulter klopfen zu lassen, sondern ich kann schon damit leben, dass wir auch für Schritte kritisiert werden, wenn wir sie machen. Ich finde, dass wir da zu wenig draus gemacht haben und dass wir in den Bereichen, die wir angekündigt haben, und man muss sagen, das gehört zur Fairness dazu, in die Krise, in die die Bundesrepublik gekommen ist mit der Euro-Situation, ich möchte nicht an der Stelle von Frau Merkel und auch an der Stelle von der Westerwelle gewesen sein. Es ist eine wahnsinnig schwierige Situation gewesen und ich finde, dass diese Regierung uns sehr ordentlich durch diese Krise, die noch lange nicht beendet ist, gebracht hat bisher. Aber bei der Frage der Innenpolitik finde ich definitiv, dass diese Regierung Defizite hat. Im Bildungswesen, bei der Frage Internationalisierung. Ich will jetzt nicht wieder mit Spanien anfangen. Aber wir haben zum Beispiel in Europa keinen gemeinsamen Arbeitsmarkt. Das liegt daran, dass wir Sprachbarrieren haben, die wir auch überhaupt nicht abbauen, als bei so eines von vielen Beispielen. Bei der Frage der Sozialreform kann man lange darüber diskutieren, haben wir das eigentlich, was die Sozialdemokraten eingeleitet hat, weitergeführt? Ist diese Agenda 2010 eigentlich überarbeitet worden und dann in den Schlüsselbereichen weitergeführt worden? Wir haben zum Beispiel die Frage, Selbstständigkeit ist in Deutschland ein Thema. Wir sind da richtig schlecht bei der Frage Patente. Das sind alles Themen, gerade im Forschungsbereich, wo ich glaube, wo wir Luft nach oben haben. Und der dritte Punkt ist, dass wir, und das muss ich wirklich auch sagen, bei der Frage der Steuerpolitik es nicht geschafft haben, diese Steuerpolitik so aufzubauen, dass wir, und das trifft beide Parteien, CDU und FDP, jetzt mal neben den Tarifen, die für Deutschland nicht unwichtig sind, aber neben der Frage der Tarife eine Steuersystematik erreicht haben, die verständlicher ist. Und deshalb glaube ich, dass erstens wir noch ordentlich was zu tun haben in den nächsten Jahren, sage aber auch, wenn ich mich mit der Konkurrenz unterhalte, muss ich sagen, komme ich dann doch immer irgendwie wieder zum Schluss, dass es doch ganz sinnvoll ist, dass es eine liberale Partei gibt, weil dass Parteien in Deutschland sagen, wir brauchen mehr Einnahmen für den Staat, aber wir wissen noch nicht, wofür sie ausgeben, dann muss ich sagen, wird mir Angst und Bange, weil das nicht der Schwerpunkt sein kann. Und vielleicht noch ein Punkt. In Spanien, wir müssen schon irgendwann die Kurve zur Industriepolitik zurückkriegen, ja, okay. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass wir in das schaffen. In Spanien fragen uns die Leute, wie haben wir das gemacht? Und wir kopieren Modelle aus Spanien und Frankreich. Da, finde ich, wird es dann schwierig. Also insofern gilt das auch für die Industriepolitik. Das sollten wir so weitermachen, wie wir es bisher gemacht haben. Herr Clement, wenn in Deutschland im Moment ein positives Gründungsklima, also für Unternehmensgründer, irgendwo verortet wird, dann ist es wieder mal im Internet, also wieder mal Medien, wieder mal Internet, Web 2.0 oder 3.0 Geschichten im Dienstleistungsbereich. Also es gibt, sexy ist es, wenn man ein Dienstleistungsunternehmen eine Bude gründet, unsexy ist es, wenn man anfängt, Aluminium zu gießen oder was anderes zu tun. Hat das nur mit der internationalen Arbeitsteilung zu tun oder haben wir als Land unseren Bezug, unsere Nähe zu industrieller Fertigung verloren? Vielleicht auch ein bisschen den Mut, da neu zu gründen, da neue Schritte zu gehen. Wir finden die Werkzeugmaschinenhersteller alle ganz toll, aber einen neuen Werkzeugmaschinenhersteller machen wir lieber nicht auf. Wir haben auf der einen Seite natürlich zu tun mit einer Stimmungslage, die in Deutschland so ist, wie sie ist. Ich habe sie versucht ja vorhin zu beschreiben. Und es ist so, dass diese Stimmungslage die öffentliche Meinung bei uns beherrscht. Und diese öffentliche Meinung führt zu Ergebnissen, die nicht nachgefragt werden. Also ich habe ja gar nichts dagegen, dass wir beim Autobahnteilstück oder ich weiß nicht bei welchem Projekt, Infrastruktur, Bahnhof diskutieren, ob das stattfindet oder nicht. Wogegen ich mich wehre, ist, dass entschieden wird, es findet nicht statt, bevor überhaupt etwas stattfinden könnte. Das Fracking ist insoweit ein sehr gutes Beispiel. Wenn ich einen Bundesumweltminister habe, der erklärt, ich habe zwar einen Gesetzentwurf gemacht, gemeinsam mit meinem Kollegen Wirtschaftsminister, ich habe einen Gesetzentwurf gemacht für Fracking, aber ich bin sicher, wird daraufhin kein Fracking geben können, dann, ich meine, Fracking ist jetzt nur einfach ein Beispiel, es ist gar nicht das Kriegsentscheidende für uns, aber es ist eines, bei dem so deutlich wird, es wird vorher schon eine Meinung hingelegt und diese
Meinung gilt als dominant. Es wird einfach behauptet, die Atomenergie ist erledigt, wurde nie nachgefragt. Es gibt kein Gesetz zur Stilllegung der Atomenergie, jedenfalls der ersten Kraftwerke, will ich heute nicht weiter ausgraben. Jetzt sind wir beim Fracking, wenn bei der Genforschung. Überall sind wir diejenigen, die auf der Bremse stehen. Und wir haben eine Stimmungslage in Deutschland, die wird sehr stark grün beherrscht, um das sehr deutlich zu sagen, bei denen versucht wird, die Gesellschaft umzuerziehen. Und ich habe eine richtige Empfindlichkeit gegenüber Menschen, die mich, vor allen Dingen in meinem Alter, aber auch unabhängig von meinem Alter, die noch umerziehen wollen. Wir brauchen keine Volkserzieher, sondern wir brauchen... Parteien verlernt haben. Das ist doch überhaupt noch Menschen zu überzeugen. Wenn sie etwas erreichen wollen, wird ein Gesetz gemacht. Da wird festgeschrieben, jetzt schon von Brüssel aus, wie die Glühbirne, welche Glühbirne ich noch benutzen darf. Jetzt sollte noch beschrieben werden, welcher Essig noch demnächst im Lokal auf dem Tisch stehen darf und so weiter und so weiter. Alles Abwegigkeiten, alles Versuche. Mit nichts haben sich die Parlamente von der kommunalen Ebene bis nach Europa so beschäftigt wie mit dem Rauchverbot. Ich meine, ich hab kein Problem mehr. Ich habe aufgehört zu rauchen vor 20 Jahren. Ich habe genug geraucht. Aber ich muss doch noch fähig sein, Menschen zu überzeugen. Das wird doch gar nicht mehr versucht, sondern es wird schlichtweg angeordnet und dann hat sich das zu vollziehen. Und zwar nicht auf einer gesicherten Basis. Und das ist das Problem meines Erachtens in Deutschland. Deshalb bin ich fest überzeugt, dass wir wirklich eine richtige liberale Kraft brauchen. Das sage ich deshalb, weil wir einen zunehmenden Etatismus in Europa und in Deutschland haben, der mich erschreckt. Sehr starke Staatsgläubigkeit, die ist auf der einen Seite, brauchen wir den Staat natürlich als Ordnungsmacht, Ordnung zu schaffen im Finanzmarkt, in den Wirtschaftsmärkten und so weiter, aber auf der anderen Seite brauchen wir einen Staat, der weiß, der erste Souverän im Land ist der Bürger und nicht die Regierung. Und das ist ein Grundproblem, glaube ich. Sie sagen das so ein bisschen normativ, wir brauchen eine liberale Kraft, wir haben eine liberale Kraft im Land. Reicht die Ihnen nicht? Macht die das nicht? Herr Rentsch hat das ja deutlich gemacht. Die FDP ist relativ schmal geworden. Inhaltlich, thematisch schmal geworden. Ich gehe ja davon aus, dass sie nicht verschwindet, sondern man braucht eine liberale Kraft in einem Land. Und erst recht, wenn sie alle anderen Parteien, ich meine, auch Frau Merkel ist doch nicht weit entfernt von dem Idealtypus eines sozialdemokratischen Bundeskanzlers. Grünen, wenn Sie die Grünen nehmen, ich meine, ich habe noch nie eine solche etatistische Partei erlebt. Wenn Sie das Steuerprogramm nehmen, das Arbeitsmarktprogramm, das ist ja jetzt weit vor der SPD, was dort dargelegt wird. Und das glaube ich, wenn ich das zusammennehme, der vier Parteien, die eine Rolle spielen sollten in Deutschland, dann ist die FDP die einzige, auf der ich noch die Hoffnung haben kann, dass sie vielleicht in der Lage ist, ein Gegengewicht zu bilden. So, und darum geht es. Und dann geht es um sehr viele Themen und dabei nicht zuletzt um das Industriethema. Wenn sich das eben, um auf Ihre Frage zu kommen. Das wäre nett. Ja, elegant, ne? Na ja. Das eigentliche Problem ist, und das kann man sehr gut ablesen am Mittelstand, der Mittelstand in Deutschland, die Hidden Champions in Deutschland, überwiegend Industrie-Hidden Champions in Deutschland, davon gibt es genau in Deutschland, hat ein Professor Simon gezählt, 1307. Auf der ganzen Welt gibt es nicht 3000 Mittelständler, die Weltmarktstatus haben, Weltmarktführerschaft haben. Von den knapp 3000 sind 1307 in Deutschland. Und diese 1307 haben innerhalb von 10 Jahren, das hat alles dieser Professor Simon vorgerechnet, der kann das mit Namen der Unternehmen belegen. Vorgerechnet, diese haben, Hidden Champions haben in den letzten 10 Jahren 1 Million Arbeitsplätze geschaffen. Insbesondere im Ausland, aber 360.000 gleichzeitig in Deutschland. Und zwar Industriearbeitsplätze. Und wenn ich den Service nehme, schaue ich auf die Amerikaner oder die Engländer. Die Amerikaner, es gibt keinen Fleck in der Erde, und insbesondere in Frankfurt, wo nicht Hotels aus Amerika gebaut werden. Nur diese Hotels werden hier gebaut. Davon entsteht kein einziger Arbeitsplatz in Amerika. Und das ist der Unterschied. Serviceleistungen, die sie international anbieten, gehen weg und bringen bei ihnen nichts. Industrie, der Produzent,
produzierende Sektor, der im Ausland produziert, in China oder sonst wo, stellt gleichzeitig hier in Deutschland auch keine Steuern, Herr Klemen. Und stellt gleichzeitig in Deutsch, schafft gleichzeitig in Deutschland, können Sie an all diesen Prozessen ablesen, stellt gleichzeitig hier, schafft gleichzeitig Arbeitsplätze. Und deshalb ist der industrielle Sektor von enormer Bedeutung. Und deshalb sind wir haben jetzt noch 25%, aber wenn Sie dann die Dienstleistungen hinzunehmen, kommen Sie in die Größenordnung von so 40% Anteil an der Volkswirtschaft. Ich finde nicht, das ist zu viel. Es könnte eher noch höher werden, aber es ist zurzeit noch gut. Wir sind noch doppelt so groß wie im industriellen Sektor wie Frankreich, wie Großbritannien, wie Amerika. Aber Amerika wird jetzt blitzschnell aufholen. Deshalb sind wir jetzt auf den letzten 5 Minuten, die wir hier auf dem Podium noch miteinander verbringen wollen, bei einem Thema, nämlich den Energiekosten. Amerika holt deshalb auf, vor allem, weil Amerikas Energiekosten deutlich geringer sind. Wir haben in Deutschland eine sehr große Bereitschaft, den Klimawandel verantwortlich zu begleiten. Und das haben wir ins Werk gesetzt oder versuchen es ins Werk zu setzen mit einem Bekenntnis zu alternativen erneuerbaren Energien und zur Energiewende. Inzwischen wissen alle, dass die Energiewende, so wie sie im Moment gestrickt ist, nicht gut funktioniert oder eigentlich gar nicht mehr funktioniert. Sie hat weder dazu geführt, dass Strom auf die Dauer bezahlbar bleiben wird. Sie hat nicht dazu geführt, dass das Netz stabiler wird, was sie eigentlich hätte auch tun sollen. Das Gegenteil ist der Fall. Und sie hat nicht dafür gesorgt, dass es einen ausreichenden guten Mix gibt der Energieträger. Herr Rentsch, Energiekosten spielen in Deutschland eine sehr große Rolle für die Verbraucher. Wir diskutieren nicht so stark die Rolle für die Industrie, weil ja die energieintensiven Industrien, wie auch die meisten wissen, von diesen Umlagefinanzierungen ausgenommen sind. Trotzdem, welche Rolle spielt die Energiewende für die industrielle Basis in Deutschland und wie müsste sie gestrickt sein, damit sie tatsächlich zu dem wird, was man ursprünglich mal gehofft hat, nämlich Energiewende als ein Trigger für eine industrielle neue Zukunft Deutschlands, eine grüne industrielle Zukunft? Also wir haben 2 große Themen in der Industrie zurzeit aus meiner Sicht. Das ist einerseits das Thema Fachkräfte. Das ist ein Thema, wo viele Industrieunternehmen gerade für spezielle Bereiche sehr stark suchen. Ist aber auch insgesamt ein Wirtschaftsthema. Aber das Thema Energie spielt in der Industrie noch eine stärkere Rolle. Und es ist das Hauptthema, wenn ich in Hessen unterwegs bin, war gerade heute bei einem Pharmaunternehmen, die hier in der Region sitzen, für die Energiewende auch ein Thema ist. Die sind nicht befreit übrigens, für die ist das trotzdem ein Thema. War vor 2 Wochen bei einem Metallverarbeiter in Mittelhessen, der hat knapp 300 Leute, ist auch nicht befreit, zahlt 2 Millionen EEG-Umlage. Und das ist ja nicht nur die einzige Umlage, auch wenn sie von der EEG-Umlage befreit sind, gibt es ja noch weitere Umlagen, die zu entrichten sind. Und das ist sozusagen neben den Stromkosten. EEG ist das Erneuerbare Energiengesetz, das dafür sorgt, dass eben außer den Stromkosten auch eine Umlage finanziert wird, mit der eben die Ausweitung der Erneuerbaren finanziert wird. Und deshalb ist die Botschaft da relativ simpel. Diese Energiewende, wie sie gemacht wird, und das hat nichts mit dem Ausstieg aus der Atomkraft zu tun, sondern es hat etwas damit zu tun, dass der Regulierungsrahmen einzig und allein die Priorität auf erneuerbaren Energien setzt. Und das Thema Kohle und Gas, gerade Gas, wo wir eine Pipeline gemeinsam mit den Russen nach Deutschland gebaut haben, um Gaskraftwerke, die auch für die CO2-Bilanz so wichtig wären, komplett zu negieren, sondern wir setzen nur auf die 3, 4 regenerativen Energien, Photovoltaik, Wind, Biomasse und Wasser. Wasser natürlich in Deutschland eher weniger. Das Problem ist, dass die Kostensteigerungen in den letzten Jahren massiv waren und dass natürlich die Verbraucher diese Kosten zahlen, aber auch die Industrie. Und die Konklusion daraus ist, dass zurzeit Unternehmen sich sehr stark zurückhalten bei der Frage, ob sie in Deutschland investieren, ich habe die Beispiele vorhin genannt, oder auch weggehen. Und wenn Sie sich die Zahlen angucken, man muss ja eigentlich schlecht beraten sein, das zu machen. 46%, und ich habe die Zahl jetzt mehrfach genannt bei Veranstaltungen, sie ist von Grünen nicht kritisiert worden. Ich hatte gedacht, sie wäre etwas gesunken auf 44, aber es scheinen noch 46% zu sein. 46% der weltweit installierten Photovoltaikkapazität steht in Deutschland. In diesem Land haben wir 900 Sonnenstunden, in diesem Jahr, meine Damen und Herren, weniger. Glaube ich, weniger persönlich nach dem heutigen Tag. So 8 vielleicht. Im Oktober, wie wir zurzeit vom Wetter erliegen, ist ein milder Oktober, wie heute ein Kollege sagte. Und in Spanien, in der Türkei, in Griechenland liegen wir bei 1800 bis 2100 Sonnenstunden. Also sozusagen, wie man es schaffen kann, eine nicht uninteressante Technologie in einem Land zu forcieren, wo die Voraussetzungen dafür nicht da sind, ist mir unerklärlich. Wenn Sie den Bereich der Windkraft nehmen, das ist sozusagen noch die effizienteste, aber ich will mal das sagen, was Herr Oettinger am Montag bei uns als Energiekommissar der Europäischen Union
Union sagte, warum wir in Deutschland, wenn es um Windkraft im Meer, also die berühmten Offshore-Windparks geht, nicht die Sache machen, wie es zum Beispiel die Niederländer machen, die bauen 40 Meter, 50, 80 Meter direkt am Strand sozusagen diese Windkraftanlagen auf. Wir machen sie 60 Kilometer vom Strand entfernt für die 4- bis 6-fachen Kosten, weil wir sozusagen diese Energiewende dann auch noch so machen wollen, dass das Wattenmeer nicht davon gestört wird. Was ich damit sagen will, es ist Wahnsinn, Frau Dr. Weidenfeld, was wir machen. Und die Konklusion für die Industrie wird sein, dass Industriearbeitsplätze aus diesem Land weggehen, wenn sie nicht schon weggegangen sind und Investitionen hier nicht stattfinden. Und ich sage Ihnen, diese Diskussion werden wir in 10 oder 15 Jahren an diesem Tisch führen, nach dem Motto, was habt ihr damals eigentlich angerichtet? Ich bin fest davon überzeugt, es ist der fundamentalste Fehler, den dieses Land hier gemacht hat. Merkt man dann doch, dass Hessen keine Küste hat. Herr Clement. Das stimmt. Ich kann das nur unterstreichen. Also die Energiewende ist ja ein staatswirtschaftliches Monstrum. Das habe ich noch nie erlebt in einer Branche in Deutschland, dass wir von A bis Z alles staatsinterventionistisch machen und alles unterlegt mit Subventionen. Es gibt keine Branche, also ich habe ja viele, auch im Bergbau waren wir ja wirklich auch Meister, der als Subventionsempfänger, nur aus einer seit Jahrzehnten laufenden Industrie auszusteigen, der war ja nicht ursprünglich nicht subventioniert, sondern war ja hochwirtschaftlich, die Braunkohle ist noch bis heute absolut hochwirtschaftlich, hat noch nie einen Pfennig Subventionen bekommen, aber es ist etwas anderes, als etwas so neu auf die Beine zu stellen. Das Grundproblem ist, dass diese Energiewende, zwei Grundprobleme, das eine ist, dass sie nichts mit Marktwirtschaft zu tun hat, keinerlei Wettbewerbsregeln. Und das Zweite ist, dass man sie isoliert in Europa macht, bei 9 Nachbarn. Wir haben 9 Nachbarn, mit denen wir auf das Engste verbunden sind, mit denen wir irgendwann gemeinsame Netze haben werden. Und jetzt bauen wir von der Nordsee, von diesen 60 Kilometer vor der Küste gebauten Windkraftanlagen, Leitungen hier durch Hessen bis nach, wollen die bauen, ich glaube ja nicht, dass sie so, aber gut, bis nach Bayern runter. Statt dass wir von Österreich oder von sonst wem unsere Energie beziehen und das alles gemeinsam auf den Weg bringen. Denn wir haben Zeit. In Wahrheit haben wir sehr viel mehr Zeit, als zurzeit die Diskussion ergibt. Es gehört auch zu den Themen, dass wir über die Klimaveränderung natürlich nicht diskutieren, sondern das ist wie ein Glaubenssatz. Die Energie, die Erderwärmung steigt bis zum Jahr bis innerhalb von 100 Jahren um 4 Grad ist der Glaubenssatz, mindestens um 4 Grad. In Wahrheit wird das heute von vielen Wissenschaftlern schon lange bezweifelt und wer aus dem Fenster guckt, der weiß, in den letzten 13 Jahren ist kein bisschen an der Erderwärmung gestiegen auf der Welt. Aber ich will darüber gar nicht lange rechten. Ich glaube, dass die Wende eigentlich richtig ist. Ich glaube nur, dass sie zu hastig ist, zu schnell, nicht abgestimmt, nichts ist synchronisiert dabei. Sie ist, wie gesagt, nicht marktwirtschaftlich. Nein, es lässt sich nicht alles marktwirtschaftlich machen, aber Wettbewerb zwischen den Erneuerbaren ist dringend erforderlich. Und drittens ist sie eben nicht europäisch. Und jetzt leisten wir uns einen Strom, den wir, wenn wir ihn exportieren, pro Kilowattstunde mit 13 Cent subventionieren. Jede Kilowattstunde, die wir ins Ausland geben, und wir haben zurzeit einen enormen Exporterfolg, der Strom wird uns aus den Händen gerissen. Den muss ich doch noch mal eben erzählen, das ist einfach die schönste Geschichte. Man muss Tinte gesoffen haben, wenn man ein solches System erfinden will. Die Geschichte muss ich erzählen. Wir liefern zurzeit Strom unter anderem nach Österreich, wenn wir zu viel Strom hier haben. Und dann, wir liefern den Strom zu Minuspreisen. Wenn wir viel Winter und viel Sonne haben, was zurzeit sicher nicht der Fall ist, aber wenn wir es mal haben, wir haben die an sich in Nordrhein-Westfalen jedenfalls die Sonneneinstrahlung von Alaska. Aber wir liefern dann Strom nach Österreich zu Minuspreisen. Das heißt, wir zahlen, damit uns die Österreicher den Strom abnehmen. Nun habe ich immer gedacht, die Österreicher brächten das intellektuell nicht, aber die bringen das. Und sie schaffen es dann in den Pumpspeicherkraftwerken, das Wasser hochzupumpen mit dem Strom zu Minuspreis, also den sie unentgeltlich mit einer Prämie bekommen. Dann pumpen sie hoch. Und wenn wir dann Strom brauchen, das hätte ich den Österreichern nie zugetraut, dann lassen sie das Wasser ab und liefern uns den Strom zu unseren normalen Marktpreisen zurück. Das muss man sich mal, das ist unvorstellbar, was wir auf diesem Gebiet machen. So, und jetzt sagen wir einfach nur, bevor wir nur noch die, ja, ich weiß das und das ist auch richtig.